Ja, erstmal von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung. Und wie Matthias Stürmer gesagt hat, ich bin als IT-Architektin bei der Stadt München für Linux natürlich zuständig, als für den Arbeitsplatz. Aber wir haben ja von noch 3000 verbliebene Windows-Arbeitsplätze, dafür bin ich auch zuständig. Also ich kann Ihnen sowohl auf der einen Seite sagen, was geht und was auch mit den Restbeständen ist und wie wir damit umgehen. Ich denke, da kann ich Ihnen ganz guten Überblick vermitteln. Was für mich heute wichtig ist, ist, dass Sie als allererstes mitnehmen, dass das Linux-Projekt ein erfolgreiches Projekt ist, in zweierlei Hinsicht. Erstens haben wir unsere Ziele letztes Jahr, unsere 12.000 Clients, die gesetzt worden sind, erreicht. Das war im November letzten Jahres, zum einen. Und zum anderen sind wir auch ein finanziell erfolgreiches Projekt. Also wie ich Matthias verstanden habe, darf ich hier ein bisschen mehr was zur Technik sagen und muss auch was zu den Finanzen sagen. Und heute Abend ist das scheinbar ein bisschen umgekehrt, aber ich denke, beides geht. Also ich habe mich auch nochmal, und Matthias Stürmer hat dankenswerterweise auch das üppige Oeuvre ausgedrückt, was natürlich publik ist, was das Linux-Projekt publik gemacht hat über eine Stadtratsanfrage. Das heißt, wer was in den Finanzen detailliert nachlesen möchte, das ist ja auch drin. Also diese beiden Sachen sind mir wichtig, dass Sie die mitnehmen, technisch erfolgreiches wie finanziell erfolgreiches Projekt. Nichtsdestotrotz habe ich auch eine ganze Menge Best Practice, die ich Ihnen mitgeben kann. Aber da warte ich so ein bisschen auf Ihre Fragen, denn wir haben schon einen steinigen Weg gehabt und es ist auch wahr, dass es länger gedauert hat als gedacht. Stadt München mit unseren 1,3 Millionen Einwohnern als drittgrößte Stadt Deutschlands. Naja, dass wenn München gerade so aussehen würde, wäre ich froh. Also aktuell versinkt die Stadt noch im Schnee, im Gegensatz hier zum schönen Bern. Aber das als das neue Rathaus, was lange nicht so alt ist, wie es aussieht, 1903, in dem der Herr Ude, der für unser Projekt ein sehr als Oberbürgermeister über die über 20 Jahre, die er jetzt OB gewesen ist, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Also politischer Rückhalt kommt immer wieder an der einen oder anderen Ecke bei uns vor, ist ein wichtiges Element. Aber auch wir haben jetzt Wahlen im Herbst und es wird ganz bestimmt nicht wieder der Herr Ude sein, weil der sich gar nicht zur Wahl stellt. Was möchte ich Ihnen darstellen? Auf der einen Seite die Ausgangssituation, also once upon a time, wo sind wir hergekommen und was haben wir getan, was mussten wir tun, was war der Weg? Unterscheidet sich so ein bisschen von dem einen anderen Projekt, aber auf der anderen Seite werden Sie viele Elemente wiederfinden, die Sie aus IT-Projekten generell kennen, mit denen wir zu kämpfen hatten, um überhaupt dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und letztendlich habe ich für Sie meine persönliche Best Practice, vorhin habe ich ein bisschen was von einem Vergabe-Workshop gehört. Also im Titel steht Nachhaltigkeit, meine Einstellung zur Verwendung von Open-Source-Produkten in der öffentlichen Verwaltung ist gerade die Dreh- und Angelstelle die der Vergabe. Und da gute Vergaben zu machen, ist ein ganz schwieriges Spiel. Bin ich jetzt auch tagtäglich mit dabei. Vielleicht kann ich da auch von Ihnen das eine oder andere einfach noch mitnehmen. Wo sind wir hergekommen? Also irgendwann mal 2003, wie gesagt, das Projekt ist ja schon ein bisschen älter, sah das so aus, dass die Stadt München ungefähr um die 33.000 Beschäftigte hatte. Wir haben ungefähr immer noch 15.000 Arbeitsplätze. Es gibt 1.000 IT-Beschäftigte, die sowohl sozusagen bei der IT selber wie auch in den Referaten saßen. Damals hieß es noch Direktorium, 51 Betriebsstandorte und auch wir haben auch eine ganze Fülle von eigenständigen Betrieben damals gehabt, 22 Stück. Das Dilemma, was mit so einer Organisation kommt, ist natürlich eine sehr heterogene, also euphemistisch gesprochen, eine sehr heterogene Infrastruktur und heterogene Client-Installation. Da können Sie sich wirklich alles vorstellen, was Ihnen so einfällt. Wir haben gerade ein Projekt laufen zur Softwareverteilung. Wir versuchen hart zu konsolidieren. Wenn wir letztendlich bei zwei landen, werden wir sehr glücklich sein. Aktuell sind wir gerade so bei 14 unterschiedlichen Softwareverteilungen. Also nur so für Sie als Indikator und ist auch wirklich alles drin. Die Prozesse sind auch heterogen, das ist damals gewesen, das fängt an bei wem melde ich mich beim Service Desk oder habe ich meinen persönlichen Admin bis zur Beschaffung, bis wie komme ich an neue Software, an neue Hardware, aber auch wie kriege ich einen neuen File-Service, das waren alles sehr unterschiedliche Prozesse. Und das ist genau das Problem auch gewesen, denn Sie müssen sich vorstellen, ich denke, das ist bei den meisten Verwaltungen so, also zumindest in der Schweiz ist es ja auch so, dass die meisten, also wenn ich jetzt mal Bund und Kantone vergleiche, alle Bereiche sind in irgendeiner Form autark
und man trifft sich. Bei uns ist es so, wir treffen uns bei der IT-Bürgermeisterin. Das ist die zweite IT-Bürgermeisterin. Und es ist sehr schwer, von der IT in die anderen Referate reinzuregieren, was die genutzte Softwareverteilung angeht, was die Konfiguration der File-Server angeht, was Identification Management angeht. Es ist sehr ungemütlich, sich bei der zweiten Bürgermeisterin zu treffen. So, was haben wir alles machen müssen? Also links so, wir mussten die Mission ändern, die Prioritäten ändern, die Zuständigkeiten ändern. Wir hatten eine Menge von Fusionierungen vor uns im Sinne von einen zentralen Dienstleister anbieten. Nur vielleicht so halt nochmal als Indikator für Sie. 2003 gab es für die stadtweite Infrastruktur gab es eine einzige stadtweit nutzbares Stück Infrastruktur. Was tippen Sie, was das sein könnte? Eine einzige Komponente war stadtweit nutzbar, mehr nicht. Unsere Identity Management, ein LDAP und alles andere war pro Referat gelöst. Dementsprechend war die Infrastruktur sehr dünn besät. Wir hatten damals eine ganz geringe Governance. Wir hatten keine Personen, die technische Entscheidungen getroffen haben. Die sind jetzt erst eingeführt worden. Also ich bin eine von den IT-Architekten bei der Stadt. Wir sind jetzt 20 Stück mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, die auch Standardentscheidungen treffen können. Standardisierung. Was ist unser Standard für, jetzt wird es dann sein, für Mailing? Was ist unser Standard für Kalendering? Was ist unser Standard für geografische Systeme und all diese Dinge, da eine Standardhoheit zu haben? Ja, die Infrastruktur, wie gesagt, war noch nicht mal aufgezeichnet. Die Informationsquellen unterschiedlich, Datenserver, da hatten wir ein sehr wüstes Bild. So, wie hat sich jetzt das Projekt entwickelt? Also wir hatten das, manchmal muss man einfach mal Glück haben, wir hatten das Glück, einen dedizierten Auftrag zu bekommen, also den Kickoff von der Politik aus unterschiedlichsten Gründen. Daraus hat dann die IT für sich eine Strategie abgeleitet. Aus den wenigen Sätzen, die der OB uns damals mitgenommen haben, haben wir kreativ eine Strategie abgeleitet. Dann gibt es natürlich die Technik, mit der wir das umgesetzt haben. Da möchte ich Ihnen zeigen, was wir da gerade wie wo nutzen. Auch so nachher für die Pause. Ich freue mich immer, wenn ich weiß, wer gerade was einsetzt, dass man mal so eine Idee haben kann. Und natürlich so ein bisschen Organisation. Und hinten bei Umsetzung habe ich die Finanzen reingesteckt. Denn ich habe gehört, die interessieren Sie auch. So, was war der Auftrag des Stadtrats? Der Stadtrat hat uns sozusagen ins Gebetbuch geschrieben, sag ich mal so salopp, dass wir ein einheitliches Betriebssystem zur Verfügung stellen sollen, was offen sein soll. Also kein Vendor-Login mehr. Wenn Sie sich vorstellen, wie unsere heterogene Infrastruktur ausgesehen hat, und dann kommt jemand auf die Idee, man möge einen einheitlichen Client bereitstellen, kann man sich so ungefähr vorstellen, was das für eine Sisyphus-Arbeit ist. Also erstmal überhaupt eine Konsolidierung zu machen, was habe ich denn an Fachverfahren? Haben wir 200, 300, 400? Welche Systemvoraussetzungen haben die? Wer nutzt denn überhaupt welches Betriebssystem mit welchen Services? Welche Security haben wir umgesetzt? Beziehungsweise welche Security-Holes haben wir? Also das ist all das, was wir im Laufe des Wegs dann zu adressieren hatten. Wir haben ins Gebetbuch geschrieben, eine einheitliche Office-Lösung einzuführen. Und das ist auch das, werden Sie im Laufe des Vortrags sehen, das, was wir jetzt allererstes gemacht haben. Und das hat sich in der Open-Source-Community auch so bewährt. Wenn man einen Open-Source-Stack als Ganzes haben möchte, fängt man am besten von oben an. Und das, was hohe Visibilität hat, aber relativ wenig technischen Impact hat und solche Aktionen wie das Betriebssystem austauschen, ist das, was man sich am besten für den Schluss aufbewahrt, wenn alles steht, inklusive Softwareverteilung. Wir haben die Vorgabe für uns abgeleitet, dass wir alle neuen Fachverfahren standardmäßig als webbasierte Fachverfahren haben. Das war jetzt 2004. Wir haben jetzt letztes Jahr geschafft, 2013, das auch vergaberechtlich bei uns zu positionieren. Das heißt, dass wir mit dem rechtlichen Berater, den wir haben, ein Formular entwickelt haben, in dem drin steht, mit den passenden Bewertungskriterien, dass für jedes Fachverfahren wir das so anwenden können. Erstens, die beste Bepunktung ist ein webbasiertes Fachverfahren. Die zweite Bepunktung ist Java-basiert. Am dritten ist dann Ubuntu nativ als das Betriebssystem, was wir einsetzen. Und das letzte ist Terminal Server. Basiert ist. Und das haben wir mit viel Finesse umgesetzt, damit man das letztendlich in Geld umrechnen kann. Denn diese Art der Bepunktung endet bei uns in Geld bei solchen Verfahren. Also so, das ist was öffentlich zugänglich ist. Das hängt bei uns an jeder Ausschreibung. Wer das haben möchte, kann ich gerne verteilen. Also uns hat uns das viel Mühe gekostet, da letztendlich hinzukommen. Aber das ist jetzt die Standardbeigabe bei unseren Fachverfahren, wenn wir die ausschreiben.
so um mal zu zeigen von 2004 bis letztes Jahr. Die Konsolidierung der PC-Standardanwendung, was wir da gemacht haben, wir haben ein logisches Schalenmodell peu à peu durchgesetzt. Das heißt, wir haben einmal den Kernel, dann haben wir die LHM-spezifische Konfigurationen, wie zum Beispiel eine Profilsynchronisation oder bestimmte Daemons, die laufen, ein Caching, damit der Client auch lokal betrieben werden kann. All solche speziellen Wünsche, unsere Referate. Und viele kommen noch daher, weil wir die Referate damals nicht so gut im Griff hatten. Die haben sich einfach mal was gewünscht und die Entwickler sind ja immer freundlich und sagen, oh, schöner Wunsch, setze ich mich hin, Profilsynchronisation, wollte ich schon immer mal schreiben. Und seitdem es halt eine technische Leitung gibt, sagt die, Aufwand nutzen wird nicht gemacht. Also ich bin mir relativ sicher, dass meine Kollegen sich manchmal freuen, wenn ich nicht da bin. Dann haben wir natürlich die Makros noch umgesetzt. Das werden Sie nachher auch in den Finanzen finden. Denn wir haben bei der Aufstellung, was ist auf der einen Seite, was wäre mit Microsoft gewesen und mit Windows 7 und Microsoft Office, beziehungsweise nur mit Windows 7. Wir haben damals zu dem Zeitpunkt nur dezentrale Vorlagen und Makros gehabt. Das ist ein Vorgang, diese Vereinheitlichung mussten wir sowieso machen. Deswegen haben wir das dann gleich auf dem OpenOffice 3.6.1 setzen wir gerade noch ein, auf diesem Weg gemacht, dass es dort kompatibel ist. Dieselben Kosten wären auch angefallen, wenn wir sie zentralisierten Makros gemacht hätten für Windows 7. Und ein System Management, wie gesagt, zur Verteilung habe ich schon ein böses Wort drüber verloren. Da sind wir jetzt, finde ich, auf einem sehr guten Weg. Wir haben ein etabliertes, jetzt für den Linux-Client, ein Falgosa. Bei dem Windows-System haben wir eine Ausschreibung beendet und ausgewertet. Da ist die Wahl auf ITCM von CA gefallen. Das sind so die beiden Player, die wir gerade haben. So, zur Strategie. Wir haben die Zielsetzung gehabt, dass wir vendorunabhängig werden. Also das war die Hauptstrategie. Und dann haben wir sozusagen kreativ, wie die IT in dem Fall war, da aus dem vendorunabhängig natürlich gleich einen Open-Source-Ansatz rausgezogen. Und die wichtigen zentralen Worte, die unser Oberbürgermeister da gesprochen hat, ist, dass München setzt auf freie Software und offene Standards. Sie ist unverzichtbarer Bestandteil unserer Informationstechnologie. Mehr kriegt man von einem OB nicht. Und alles andere hat sich dann aus ähnlichen Sätzen abgeleitet. Hier unten nochmal, wir haben jetzt einen zentralen Dienstleister seit 1.1. letzten Jahres, der zentral für die Softwareverteilung, für die Bereitstellung der Softwareverteilung zuständig ist, aber für die eigentliche Durchführung der Verteilung auf den Clients sind die jeweiligen dezentralen IT-Abteilungen der Referate zuständig. Das heißt, wir haben immer noch eine Gewaltenteilung. Man kann das so vergleichen. Hier ist ein Softwareentwickler, der ein Release anbietet mit bestimmten Supportzyklen, haben sich die Referate auch erst dran gewöhnen müssen und die Referate entscheiden, ob sie es einsetzen oder nicht. Das heißt, wir haben gerade zwei Releases draußen, ein drittes bauen wir gerade und dementsprechend haben wir auch unterschiedliche Releases zu supporten. Die Technik. Ich habe Ihnen erspart, das Einzelnen aufzublättern. Hier unten als erstes haben wir angefangen, ein zentrales Softwareverteilungssystem aufzusetzen. Wie gesagt, das ist bei uns Falgosa. Das sieht gerade so aus, dass wir einen zentralen Falgosa-Server haben, von dem dezentral, ich glaube, es sind so um die 25 dezentrale Server, die wir haben, auf die kopiert wird und von diesen, also maßgeblich aus Bandbreite und von diesen aus wird dann verteilt auf die einzelnen Clients. Die konfigurativen Daten, die dazugehören, haben wir wir haben es aktuell ausschließlich nur im LDAP stehen. Da kann man geteilter Meinung sein, ist, wie man so nett sagt, historisch begründet. Ich habe Ihnen schon gesagt, das LDAP war das einzige Information Management System, was wir zentral damals zur Verfügung hatten. Deswegen steht die konfigurative Information alle da drin. Das wollen wir ändern, aber das ist eine Änderung unter der Decke. Das ist beim zentralen IT-Dienstleister. Der Kunde sieht es nicht, der Kunde interessiert es nicht, der Kunde will dafür nicht zahlen. Also in dem Modus sind wir da gerade. Wir haben die Basisdistribution, haben wir ein Ubuntu. Wir setzen gerade in 10.04 noch ein für die zwei Releases, die vorhanden sind. Wir arbeiten gerade daran, auf den 12.04er zu gehen. Wir haben mit dem 12.04er jetzt gerade auch intern, wir nennen das, ein Outback-Client bereitgestellt. Also ich weiß nicht, was die Münchner mit Australien zu tun haben, aber die Attitüde scheint so ein bisschen ähnlich zu sein. Alles, was nicht München ist, ist weit draußen. Also das sind genau die Clients, die benutzbar sind, wenn man zur Messe geht und, oder eine Schulung gibt und nicht die Security-Einschränkung hat, die man haben muss, wenn man es im Intranet benutzt.
Usability und Security-Anforderungen. Wir haben, ich denke, wie alle unter Ihnen, aber zum Glück eine starke Security-Abteilung, die harte Restriktionen drauf setzt, wer wann, wo, was technisch, nach welchen Analysen und Netzwerkmitschnitten freigibt. Da haben wir eine ganze Menge machen müssen und berechtigterweise. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Branding gemacht für Konfiguration, Profilsync. Wir haben ungefähr sowas wie 4000 Pakete gerade in unserer Distribution. Debian tendiert ja immer zu kleinen Paketen mit dem Auflösen von vielen Abhängigkeiten. Und wir müssen auch immer einen Backport machen. Ich tippe mal, dass es bei Ihnen ähnlich ist. Also der Fortschritt, also zum Beispiel welches Fachverfahren, welche Firefox-Version unterstützt, ist manchmal nicht so, wie man sich das wünscht. Oft kann man das auch nicht einfordern, weil die alten Verträge das noch nicht hergeben. Jetzt gibt es ja durch die Enterprise Service Releases, kann man ja direkt in die Verträge reinschreiben, ihr habt jedes Enterprise Service Release zu unterstützen, das macht es um einiges einfacher. Muss man aber auch, erstmal muss es Enterprise Service Releases geben, das ist ja auch noch nicht so lange her, und dann muss man das auch noch passend in die Verträge reinschreiben und es wissen. Und meine Erfahrung ist, wir haben das bei der Vertragserstellung haben wir das immer gut getrennt, wir haben unsere Vergabestelle, die ist kompetent in allen rechtlichen Dingen, und wir haben den ganzen technischen Input, der von den jeweils Zuständigen kommen muss. Und wenn man das nicht weiß, dass man es mal reinschreiben kann und auch wie man an der Bepunktung drehen kann, das ist für die Vergabe ist das selbstverständlich, deswegen sagt ihr das einem nicht. Also ein, zwei Fehler muss man machen, bevor man es weiß, ich zumindest. Und dann haben wir natürlich noch die Spezialsoftware. Also ich hatte gesagt, wir haben den eigentlichen Kernel, wir haben die Spezifika als nächste Schale, die LHM-Spezifika. Dann haben wir sowas wie die Büro-Arbeitsplatzschale, da ist natürlich ein Office und Thunderbird und all diese Dinge drin. Und dann kommen die stadtweiten Fachverfahren. Da ist natürlich ein SAP dabei, da ist natürlich ein SPSS dabei, die dann auch noch vom Team, vom Linux-Team paketiert und auch zentral getestet werden bei ITM, und daraufhin kommen dann die Fachverfahren, die für das Gesundheitsamt, für Kreisverwaltungsreferat, für Sozialreferat, die alle da oben drauf kommen. Ich glaube, wir sind gerade so bei ungefähr 350 Stück. Und oben dieser nicht ohne Grund dicke Block, Kommunikation, Absprachen. Ich spotte gerne, dass die städtische Organisation, das hat sich auch nicht geändert, seitdem ich da bin, das ist ein basisdemokratisch bestimmtes, eine basisdemokratische Organisation, und man muss, wenn mein Chef was entscheiden soll, muss man sicherstellen, dass die Leute, die da drunter unter ihm was dazu zu sagen haben, dass die dieselbe Meinung haben. Das heißt, man muss erst alle Koordinierungsarbeit machen, bis man dann wirklich eine Entscheidung kriegt, außer man hat, was ich das Glück habe, für die kleinen Sachen eine Standardisierung hoheit mal vom Stadtrat bekommen. Das ist aber extremst selten. Das ist unser Projekt-Setup gewesen. Das ist jetzt noch ein bisschen so der Rückblick. Ich habe Ihnen von den ersten Anfängen erzählt, 2003, 2004. Dann haben wir ein initiales Konzept erstellen lassen. Und der Vorschlag der damaligen Firma, die das gemacht hat, es war damals die IBM, hatte der Politik empfohlen, doch bitte erst die Clients zu konsolidieren und die Infrastruktur aufzubauen und dann einen Linux-Client aufzusetzen. Die Politik hat sich anders entschieden, sie hat beides gemeinsam gemacht, und das ist auch der eigentliche Grund, warum das so lange gedauert hat. Und das ist auch der Grund, warum wir zwischendrin noch mal Geld geholt haben, weil es nämlich nicht möglich ist, was zu modifizieren, was überhaupt noch nicht da ist. Das heißt, die Infrastruktur musste gleichzeitig mit der Einführung der Linux-Clients aufgebaut werden, was signifikante Probleme gegeben hat. Und die Organisation war dafür auch nicht da. Wir haben angefangen mit der Office-Migration, wie gesagt, jetzt auf 3.2.1. Mit dem Umsetzen der Makros, mit der Einführung des Wormux, der eine oder die andere wird vielleicht den Wormux kennen. Das ist ein Stück Software, was wir Open Source gestellt haben. Das war damals für uns kein Problem. Wir sind wahrscheinlich auch nicht so prominent wie hier diesbezüglich. Wir haben da keine Awards gekriegt, das ist einfach nur ein Community-Projekt. Aber wer Interesse hat, Vorlagensystem Wormux kann ich empfehlen. Plattformunabhängig, das ist sowohl wie für Windows wie für Linux steht es zur Verfügung, und die Office-Migration ist plattformübergreifend. Das heißt, da sind wir jetzt bei dem Zustand, dass wir alle 15.000 Clients in der Stadt mit diesem Open Office und dem Wormux bestückt haben. Egal, ob es diese 12.000 Linux-Clients sind oder die verbliebenen 3.000 Windows-Clients. So, Pilotierung war erst, also diese Idee der Kernzelle, geschuldet der nicht vorhandenen Organisation. Wie gesagt, man trifft sich bei der zweiten Bürgermeisterin.
Dann den Rollout als solches dafür für OpenOffice und letztendlich, wenn Sie schauen, ab 2011 ging eigentlich erst der Rollout für den Gesamtclient über die Referate los mit der eigentlichen Projektierung und dem Messen der Referate, wie weit sie denn gerade sind. Wie gesagt, wir haben erfolgreich unser Projekt vor dem, also den 5-Jahres-Plan vor Ende der Planung abgeschlossen. Wir waren im Oktober, im November letzten Jahres fertig. Unsere 12.000 Clients waren jetzt 13.400 irgendwas. Und wir haben jetzt die Herausforderung, dass wir die Sachen, wenn das Projekt zu Ende ist, also auch offiziell zu Ende ist, im Oktober diesen Jahres, die Sachen, die wir jetzt aufgebaut haben, in die Linie überführen. Das heißt, die Prozesse zum Beispiel, wie kriegen wir neue Hardware, Rahmenverträge für neue Hardware, dass wir sicherstellen, dass diese Hardware natürlich Linux-kompatibel ist. Da soll ich sicherstellen, dass neue Fachverfahren auch Linux-kompatibel sind. Dass jetzt hier eine Kalenderring-Ausschreibung, die bei uns jetzt läuft, dass da was rauskommt, was Linux-kompatibel ist. Diese Sachen in die Linie zu überführen. Und dazu muss man nicht nur die neuen IT-Architekten abholen, die beim zentralen Dienstleister sitzen, sondern auch die ganzen Facharchitekten in den Referaten selber, wie natürlich auch die ganzen Servicebereichsleiter und die Teamleads. Von der Personalabteilung für Vergabe ist da wenig, will ich da noch gar nicht sprechen. Ich habe für Sie mal ein Bild gemacht, weil immer kommt, ja, wie viel haben Sie denn jetzt eigentlich an Migration beendet und was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Das kommt nachher bei dem Finanzbild, steckt das auch wieder in der einen oder anderen Form vor. Also aufgrund des Zustands, den ich Ihnen jetzt schon mehrfach geschildert habe, zu dem wir in diesem Zeitpunkt waren, hieß es erstmal eine Inventarisierung zu machen. Es ist nicht verwunderlich, dass bei dieser Inventarisierung aufgefallen ist, dass man 20% der Fachverfahren einfach streichen kann. Sind nicht mehr supported, werden auch nicht mehr benötigt, werden abgelöst und können anderweitig ausgeschrieben werden. Aber ich denke mal, das ist auch dem geschuldet, dass es damals noch keine konsolidierte Version gab. Wir haben 10% sind verblieben, von den 15.000 Rechnern sind weiter 3.000 Windows-Clients. Wir haben für einen Teil haben wir eine Virtualisierung über den Terminal-Server, das heißt gerade also zum Beispiel das Sozialreferat, was EU-Anträge ausführt mit einem Round-Robin und halt ein Microsoft Office 2010 braucht, die sind da, oder das Referat für Arbeit und Wirtschaft, das sind so immer die Kandidaten in der Regel, die, also Mitarbeit bei EU ist sehr populär bei uns, um eine Ausnahme zu genehmigt zu bekommen, um mit Microsoft Office zu arbeiten, was ich immer sehr ärgerlich finde. Das geht auch bei mir über den Tisch, aber ich weiß mittlerweile, dass es so ist. Und was halt native Anwendungen haben wir 30% und halt was wir offen umsetzen konnten, habe ich Ihnen da oben auch gelistet. Also das ist unsere Erfahrung nach all den Jahren. Zu den Finanzen. Wir haben initial im Jahre 2004, lang ist es her, 12,8 Millionen Euro bekommen als Budget. Das ist jetzt ohne Personalmittel, das wird noch wichtiger, weil die Zahlen nachher gleich anders werden. Dann sind wir aufgrund der offensichtlich langen Laufzeit dieses Projekts im Juli 2010 zum Stadtrat gegangen und haben wieder die Hand aufgehalten und haben gesagt, aufgrund der fehlenden Infrastruktur hätte man doch mal früher auf dieses Konzept gehört. Ich hatte damals die Ehre, beim Stadtrat sein zu dürfen und das vorzustellen. Und dann bin ich auch genau gefragt worden, was halten Sie denn davon, dass wir Linux machen? Daraufhin habe ich gesagt, naja, es wäre erst gut gewesen, eine Infrastruktur zu haben und zu konsolidieren und dann Linux zu machen. Und da meinte der zuständige ITler der SPD, also der Politiker, der für die IT zuständig ist, ja, das hätte er vor 6 Jahren auch schon mal gehört. Hilft nicht, also muss man mit der Politik diesbezüglich leben. Da haben wir noch 5,9 Millionen gekriegt und ich persönlich würde nie wieder für so einen kleinen Betrag in den Stadtrat gehen. Das Aufwand und Nutzen steht da in keinem Verhältnis, also zweistellig muss das dann schon sein, habe ich danach gelernt. Als nächstes haben wir glücklicherweise, das politische Gefüge ist ja immer so, dass es im Stadtrat die einen und die anderen gibt und dann haben die anderen mal wieder gefragt, wie ist es denn mit euren Finanzen, das haben wir so regelmäßig, so einmal im Jahr fragt dann immer jemand. Und haben Sie vielleicht auch schon gesehen oder ergoogelt, wir haben im November letzten Jahres eine große Aufstellung publiziert und das ist genau das Schriftstück, was der Matthias auch netterweise fotokopiert und bereitgestellt hat. Das ist öffentlich verfügbar, die URL steht da unten. Da ist minutiös aufgeschrieben, was die einzelnen Tabelleneinträge machen und wo die herkommen. Genau, und zum Schluss, genau, das ist die Stellungnahme, genau, das war dieses Ärgernis, was dieses Jahr noch passiert ist, da haben wir dann im Januar nochmal Stellung bezogen zu einer Studie, die nur intern war, dann aber doch publik wurde. Da gibt's, auch das ist der Blog, auf dem Sie all diese Informationen auch finden.
Jetzt habe ich für Sie nochmal die Tabelle mitgebracht aus besagtem Oeuvre. Und Sie sehen da oben, also erstmal der Status ist vom August 2012. So eine Aufstellung macht man ja nicht, wenn man nicht unbedingt muss. Wenn der Stadtrat einen fragt, macht man das ja aber dann. Und dann hat unsere Projektleitung oben die drei Möglichkeiten aufgeschrieben. Und wichtig zu wissen ist, die ganz rechte Spalte, die Limungsspalte, ist die Ist-Spalte. Das ist das, was wir bis zum August letzten Jahres diesbezüglich wirklich physisch ausgegeben haben. Die anderen beiden Spalten sind natürlich geschätzt. So, und die anderen beiden Spalten beziehen sich natürlich einmal auf die Konstellation Windows 7 mit Microsoft Office 2010 oder nur ein Windows 7 mit einem Open Office. Und was nicht verwunderlich ist, was wir oben hingeschrieben haben, ist als erstes die Lizenzkosten, die Update-Notwendigkeiten und die Hardware-Notwendigkeiten. Wir haben damals, ab 2004, haben wir den Linux-Client einführen können, ohne neue Hardware einzuführen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, bei uns ist es so, Hardware hält, also halten ist jetzt zu viel gesagt, also Hardware wird über 5 Jahre abgeschrieben. Das heißt, wenn man vor 5 Jahren neu was kaufen will, muss man einen guten Ressourcenfresser als Software haben. Die meisten Verwaltungsangestellte haben das nicht, das heißt, die Rechner bleiben wirklich so lange in Amt und Würden, bevor sie ersetzt werden. Wir haben, das wäre jetzt natürlich mit Windows 7 nicht gegangen, da hätten wir aufrüsten müssen, und das haben wir natürlich auch in die Hardware da unten reingeschrieben, die wir brauchen. So, das heißt, die Summen, die da stehen, sind ausschließlich Lizenz- und Betriebssystem, Hardware und Lizenzkosten inklusive der Updates, und das sind dann die Zahlen da oben, die rauskommen. Hier unten die Zahlen, die wir hier stehen haben, sind jeweils, um Ihnen den Vergleich gleich zu ersparen, ist in allen Zeilen dasselbe. Kurz gefasst ist es in allen Zeilen dasselbe, weil wir nämlich aus der damaligen Ist-Situation kamen. Dezentrale Makros, dezentrale Prozesse, die es zu konsolidieren galt und umzusetzen galt. Deswegen haben wir vereinfacht gesprochen, also zum Beispiel fürs Formularwesen, oder wir hatten auch damals viele Fachverfahren, die haben einfach ein Excel als ihr Tool des Tools benutzt. Die haben wir dann zu einer CoI-Anwendung überführt. Das ist eine webbasierte Umgebung, um Datenzugriffe sinnvoll zu organisieren, und das so umgesetzt. Das sind Kosten, die wären bei uns so oder so angefallen. Wir haben Optimierungsprozesse bezüglich Anforderungs- und Testmanagement. Wenn ein zentraler Client ausgeteilt werden muss, brauche ich eine Instanz, die wohl mit Anforderungen umgehen kann, die qualifizieren, ausarbeiten kann. Wie? Ich brauche auch ein Team, das Tests durchführen kann. Wir sind jetzt gerade dabei, so, ich sag mal, salopp, wir versuchen uns ins Scrum, versuchen wir so, dann hat das Testteam ja nochmal eine andere Bedeutung, wird nochmal aufgewertet. Dieses Setup kam aber nur allein daher, aus dem Wasserfallmodell einfach nur das umzusetzen, also IT-technisch nicht so sportlich, aber das nur umzusetzen, was da normal Test ist. Also Integrationstest als solches, Systemintegrationstest und dann natürlich auch die Tests mit den Referaten. Wir haben danach angefangen, mit dem Geld, was da drin steht, haben wir angefangen, ein dediziertes, dreistufiges Verfahren zu machen, wie wir die Referate abholen. Das heißt, erst bei uns zu Hause qualitätsgesichert, dann haben wir mit unserem, sozusagen in unserem Referat, die mussten immer als erste bluten, haben die das dann auch gekriegt, dann haben wir als erstes Referat getestet, dann haben wir bei allen Referaten den Systemintegrationstest gemacht, und wenn wir dann damit durch waren, gab es den Friendly-User-Test, der manchmal friendly, manchmal nicht so friendly war, und dann ist dann das Bugfixing parallel dazu, und letztendlich kam dann das Release raus. Das ist, wofür wir unter anderem dieses Geld ausgegeben haben und ausgeben. Klar, Projektdurchführung hätten wir so oder so machen müssen. Schulungsorganisation, dazu muss man wissen, dass zumindest bei uns in der Stadt München es zumindest Usus ist, dass jedes Mal, wenn es ein neues Programm gibt, dazu auch eine Schulung angeboten wird. Das macht man einfach so, und dafür muss man dann halt auch die Mittel reinstellen, und die werden in der Regel auch ausgenutzt. Genau, und das sind dann die Summen, die da rauskommen, und das ist dann das Delta von den besagten 10 Millionen, wobei, wenn Sie genau raufgucken, ist es dann noch ein bisschen mehr, aber das war ja im August und das Projekt ist ja erst im Oktober nächsten Jahres zu Ende, und bis dahin brauchen wir auch nochmal 3 Millionen, die muss man da auch nochmal drauf tun, wenn man ehrlich ist. Das sind so die Finanzen, die wir haben. So, wir gehen zum Schluss. Wir haben jetzt alles, geht schon. Also bevor, also meine persönliche Lieblingsfolie kommt, weil das die Best Practice ist, die ich Ihnen vermitteln möchte. Hups. 30 Minuten sind rum, es piept.
Die Standardisierung habe ich Ihnen erzählt, die Konsolidierung der Dokumente, die Idee umzusetzen, herstellerunabhängig zu sein, eine sinnvolle Qualität der Software aufzubauen, Anforderungstestmanagement einzuführen, transparent der IT-Kosten gab es bis dahin auch noch nicht und wir brauchten natürlich auch noch Schnittstellen, um mit anderen Großprojekten bei der Stadt zu arbeiten, die bei uns mit konkret heißen und dem ich zum Beispiel auch meine Anwesenheit bei der Stadt zu verdanken habe. Meine persönliche Lieblingsfolie ist diese, so einfach wie sie ist, das ist meine Best Practice für alle Behörden, die Open Source machen wollen, nämlich die Idee Hersteller unabhängig zu werden, ist ja eigentlich das Gut, nach dem man strebt. Mein Verständnis. So, das kann ich umsetzen mit Open Source, aber ich muss dann auch verschiedene Ecken stärken. Ich kann keine Open Source Software betreiben, wenn ich hier hausintern keine Skills habe, wenn meine Vergabestelle nicht weiß, wie ich es machen soll, wenn ich keinen sinnvollen politischen Rahmen habe, dann komme ich da nicht hin. Was ich gelernt habe, ist, bei der Vergabestelle hilft schon sehr, wenn man eine klare Trennung hat, was das Organisatorische ist und was das Fachlich-Technische ist, denn dann hat man auch die Hoheit über die Bepunktung, da muss man nur noch lernen, wie Vergabe geht. Bei den hausinternen Skills habe ich gelernt, dass es bei der, ich meine, eine öffentliche Behörde ist ja nun auch mal kein IT-Dienstleister im Haus, also im systemimmanenten Sinne, es ist ja eine Behörde und es ist keine Softwareentwicklungscompany und dementsprechend ist es häufig so, dass die hausinternen Skills nicht so sind, wie man sie sich wünschen würde und das Verständnis, also ich habe wirklich gelernt, das Erste, was Beamte lernen, ist, dass sie lernen, ich muss nach der Zuständigkeit fragen und das ist jetzt nicht bös gemeint, sondern das ist oberste Beamtenregel. Und das tun dann die Softwareentwickler auch, was schwierig ist, weil auch häufig Beamte, aber das ist dadurch, der Punkt ist aber wichtig, ich habe diese Mentalität und diese Mentalität hat auch viele Vorteile. Also wenn die Zuständigkeit geklärt ist und die liegt bei Ihnen, dann kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass das auch gemacht wird. Nur ich muss halt den Personen auch die Möglichkeit geben, diese Zuständigkeit auszufüllen. Das heißt, was muss ich bei Open Source tun? Ich muss zum Beispiel, was wir auch zum Beispiel für unser Fall Gosa tun, wir haben einen Rahmenvertrag mit einem Dienstleister, der uns zusätzliche Feature implementiert und Bugs fixt. Dasselbe haben wir auch mit Open Office gemacht. Dass wir nicht sagen, mein Team muss das alles machen können, meine Entwickler, sondern dass wir immer sagen können, okay, aus Lastgründen, aus Schwierigkeitsgründen, wir können das extern geben. Und das ist eine ganz wichtige Kombination, die man meiner Meinung nach auf jeden Fall machen muss, weil ansonsten einem das Fundament wegbricht, weil plötzlich diese Verteilung, wenn ich erst nur mit proprietärer Software arbeite und ich kann jeden Bug an meinen Dienstleister schicken, egal wie gut der gefixt wird, und plötzlich muss ich entscheiden, ist das in meiner Hoheit, kann ich das überhaupt? Das funktioniert nicht. Das hat meiner Erfahrung nach ist der Grund von geringer Akzeptanz bei den Entwicklern für Open Source und auch vor Sorge und Angst. Wenn man das ernst nimmt und auch sieht und das vertraglich auch so versucht zu hinterlegen, habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Der politische Rahmen ist ja, die einen haben Glück, die anderen haben weniger Glück. Ich bilde mir aber immer noch ein, dass man Glück auch ein bisschen provozieren kann, indem man über die Steuern geht, über die Verwendung der Steuergelder, was mache ich damit? Oder das Argument, wie kann ich denn meine lokalen Dienstleister unterstützen? Habe ich eine Firma, habe ich zwei Firmen oder habe ich in meinem Wahlbezirk vielleicht welche, die auch davon profitieren? Dort an der Stelle, denke ich, kann man Politiker immer abholen. So. Das sind jetzt meine, also im Prinzip das Glück, was einem eine gute politische Standfestigkeit geben kann, wo man hinten hinkommt und wo man dann auch dran arbeiten muss. Ich denke mal, wir haben das teilweise ganz gut geschafft, zumindest hausintern unsere Politiker abzuholen. Aber wie gesagt, anhand der Menge der Stadtratsanfragen, die wir hatten, kann man auch sehen, dass das nicht vollständig gelungen ist, sondern bestimmte Parteien sich immer außen vor gelassen fühlten. So, Fazit. Rückhalt in der Politik ist natürlich sehr wünschenswert. Für manches brauche ich es ganz dringend, für manches brauche ich es nicht. Serverseitig hat sich deswegen auch wesentlich mehr im Open-Source-Bereich, denke ich, getan. Die Kundenorientierung, ich habe noch nie so dankbare Kunden gehabt wie bei der Stadt. Also ich war halt viele Jahre bei der IBM. Ich weiß nicht, ob die IBM-Kunden grundsätzlich anders sind, aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich dankbare Kunden habe. Ich kriege eine Anforderung, ich lese die durch, ich qualifiziere die, ich nehme dazu einen bestimmten Zeitraum Stellung und ich sage,
Kriegst du ganz bestimmt nicht, kriegst du vielleicht unter folgenden Umständen oder wir gucken mal oder du musst nacharbeiten. Aber dass man sich darauf verlassen kann, dass da jemand Anforderungen qualifiziert und weiter bearbeitet und das auch im Gesamtbild stellen kann. Also sagen, diese Anforderung passt nicht zu unserer Usability, weil es wieder das extra wäre fürs Kreisverwaltungsreferat. Es passt nicht in die Gesamterscheinung, weil einen größeren Kontext aufzumachen. Und ansonsten, ja, wie bei allen Projekten, Kommunikation. Standardisierung ist einer der Dinge, das steht bei uns jetzt gerade mit auf dem Plan, auch gerade wenn man guckt, was geht auch im Linux-Bereich und was fällt runter. Desktop-Publishing fällt zum Beispiel runter und da muss man dann aber auch Standard einziehen, auch natürlich bis zur Softwareverteilung. Gut. Ja, und mein Lieblingsbild ist natürlich das und ich freue mich auf Ihre Fragen und Ihre Kritik. Vielen Dank. Vielen Dank für das vertiefte Referat. Wir haben nun die Möglichkeit, einige kritischen Fragen noch zu stellen. Ich bin ja nicht Parlamentarier, aber aus München, aber ich habe vielleicht trotzdem die eine oder andere Frage. Von dem her möchte ich gerne Sie einladen. Wo haben Sie gestockt oder wo haben Sie gestutzt? Haben Sie da gerade etwas, was Ihnen auf den Zungen liegt? Also, ich hätte eine Frage, sehen Sie eine qualitative oder einen qualitativen Unterschied zwischen der Windows-Migration zu Windows oder der Windows-Migration zu Linux? Also nicht technisch, sondern einfach von der Handhabung her. Sie haben ja 3000 Windows-Maschinen immer noch im Einsatz. Ja. Ich nehme an, Sie denken für das Wort. Sie haben das noch nicht gesagt, aber ich habe das jetzt einfach. Genau. Also nein, die haben wir noch nicht migriert. Unsere Prioritäten sind, also das ist noch ein bunter Zoo, was wir da noch in Resten haben. Wir haben Windows 2000, wir haben noch XP, wir haben jetzt paar Windows 7 Maschinen. Wir haben aber aufgrund der Gründung des neuen Dienstleisters und der Prioritäten, die wir auf der Beendigung des Linux-Projekts hatten, um da unsere Ziele zu kriegen, haben wir ein stabiles und gut in die Infrastruktur integriertes Linux-Projekt und ein ganz armselige Windows-Plattform. Wie gesagt, das fängt bei der Softwareverteilung, bei der Konfiguration, beim Personal an. Also das ist ganz schwierig. Wir hätten bei der Windows-Migration genau dieselben Fragen gehabt, denke ich, einerseits, was User-Schulung angeht. Wir haben Konfiguration der alten Oberfläche gemacht von XP. Haben wir jetzt auch für die Sachen, die am Terminal-Server laufen, haben wir auch gemacht, um solche Sachen zu vermeiden. Für mich ist es ansonsten maßgeblich das Problem des Mindsets. Also ich muss es kommunizieren, ich kriege viele Fragen. Es ist fast genauso schlimm, als wenn die ein Branding machen wollen für irgendwas. Da hat auch jeder eine Meinung zu. Und da die Sachen einzufangen und dann zu kanalisieren, also da ist sehr viel. Wir hatten wirklich eine kleine Kommunikationsabteilung, also anderthalb Personen, die da so diese täglichen Fragen gemacht haben. Ich glaube, da geht der meiste Overhead drin. Die Technik ist eigentlich, war jetzt nicht so. Ich denke, ich habe mal ein bisschen die Finanzzahlen gesehen. Also das war schon recht, glaube ich, recht fair zu sagen, das hätten wir auch gebraucht, wenn wir direkt auf Windows 7 gegangen wären, an Personal. Okay, schön. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage zur Hardware. Also die Lebensdauer, haben Sie gesagt, ist ja 5 Jahre. Was bedeutet das also bezüglich Performance bei Linux? Ist es auch so, dass die neuen Linux-Versionen auch stärkere PCs benötigen? Und die zweite Frage ist, was dann der Aufwand ist, um einen Linux-PC dann auszuwechseln an einem Arbeitsplatz? Machen wir die zweite Frage zuerst. Aktuell, wenn wir einen Kunden haben, der von dem alten Release 2.4, was nicht mehr supported ist, auf ein aktuelles will, also 4.1er, das basiert auf dem 10.04er, was er machen muss, er muss im Fall Gosa, also klar, die Bedingung ist, das Release steht zur Verfügung, dem ist so, er muss im Fall Gosa für diesen User, für dessen Maschine sagen, wenn er das nächste Mal bootet, denn es gibt der Rechner meldet sich bei jedem Boot im LDAP, dann wird geguckt, welches Fleck habe ich gesetzt, übers Gosa, welches Fleck wurde gesetzt. Und wenn da steht Neuinstallation mit der und der Version, guckt der nach, zieht der und führt die Installation durch. Das braucht ungefähr 15 bis 20 Minuten. Dann ist in Abhängigkeit der Güte der Administration, die da war, ist der User entweder arbeitsfähig
oder er ist noch nicht arbeitsfähig. Aber das ist die Qualität der Admin. Das wird in Referaten gemacht. Das hat damit zu tun, dass normalerweise alle Änderungen, das heißt, wenn ich zusätzlich Software installiert habe über die Kernschalen, muss ich das im GOSA eintragen, damit er das auch im nächsten Release wieder kriegt. Wenn ich mit Admin-Rechten per Sudo auf die Maschine gehe und das dann installiert, ist das bei der nächsten Version natürlich futsch. Dann kriege ich das Ticket wieder von dem. Das klappt nicht. Dasselbe gilt für lokale Daten. Da haben wir die Profilsynchronisation. Wenn die genutzt wird, wenn die eingerichtet worden ist, dann hat er auch in seiner neuen Version wieder die lokalen Daten. Wenn das aber nicht der Fall gewesen ist, da gibt es bei uns auch das ein oder andere Referat, dann muss der User sich hinsetzen, seine Bookmarks zu Fuß holen, alles, was lokal von Mailbox auf seinem Rechner liegt, sich das zu Fuß holen über sein Share wieder. Also wie gesagt, also mindestens braucht es 15 Minuten, wenn es gute Admins sind, und ansonsten ist so lange, wie der User die Administration behelligen möchte. Also unterschiedlich. Natürlich ist das auch immer ein Einwand, den wir kriegen von Usern, ich möchte keine neue Version kriegen, weil das so lange dauert, bis ich wieder operabel bin. Es ist schwierig, die Administratoren so zu schulen, dass das nicht notwendig ist. Also, weil, wie gesagt, man trifft sich immer noch oben erst bei der zweiten Bürgermeisterin. Man hat da halt keine Handhabe. So, und die erste Frage war, wenn wir, genau, die Hardwareanforderung für Windows 7 bzw. Linux-Rechner. Also wir werden neue Anforderungen haben, wir werden KDE jetzt in der 4er-Version einsetzen. Damit kommen neue Hardwareanforderungen. Wir sind aber jetzt auch in der glücklichen Lage, dass das Projekt schon ein bisschen älter ist. Das heißt, wir haben jetzt auch neue Hardware im Rahmenvertrag und dann kommt das mit dem ganz regulären Hardware-Austausch. Also ja, wir haben erhöhte Hardwareanforderungen, aber signifikant später, als dass wir es vorher mit den Windows 7 Maschinen gehabt hätten. Deswegen auch der Hardwarepreis in der Rechnung, der bei Linux nicht auftauchte. Ja, Herr Benjamin, Sie sind gestartet mit 1000 Mitarbeitern, IT-Mitarbeitern, ja, ja. 2004, wie viele haben Sie heute? Also die 1000 Mitarbeiter, genau, habe ich vor kurzem in einem recht bösen Artikel gelesen, dass es doch ein ungeheurer Quotient sei an IT-Mitarbeitern bei so wenig Beschäftigten. Das ist aber, erstmal sind die ja nicht alle Vollzeit, außerdem sind die einen sind zentral gewesen und die anderen sind ja in den Referaten. Und wir haben jetzt in unserem zentralen Dienstleister sowas wie gut 400 Personen, 400, 450 Personen. Wäre schon gut, wenn da noch ein bisschen mehr werden. Also es sind nicht genug von den Referaten zu uns gekommen. Wir haben alle Aufgaben gekriegt, aber nicht genug Personal. Das ist die Größenordnung. Die anderen sind halt einfach in den Referaten geblieben, also in den dezentralen Informations- und Kommunikationsanforderungsmanagementabteilungen, DICAS. Und administrieren da, machen da halt noch irgendwas, was halt außer unserer Hoheit ist. Also harte Zahlen 450, aber wir brauchen ja halt immer noch ein Pendant in den Referaten für die letztendliche Verteilung. Das heißt, es ist irgendwas zwischen 1000, wenn die damals da gewesen sein sollten, und den 450, die wir jetzt haben. Also habe ich das richtig verstanden? Sie haben über 500 IT-Mitarbeiter nicht mehr in der gesamten Verwaltung München. Nicht Linux eingeführt. Nein. Also von der Organisation her ist es so, wir haben einen zentralen Dienstleister jetzt und wir haben die Referate. Und jedes Referat hat eine eigene, abgesehen von wenigen Ausnahmen, hat ein eigenes kleine IT-Abteilung, die zu uns die Schnittstelle darstellt. Das heißt, die beantragen die Server, die sind nur noch ausschließlich bei uns, die Server werden hier betrieben, die Clients werden hier betrieben, die müssen die Anforderungen schreiben, wenn neue Fachverfahren reinkommen, die müssen den fachlichen Input die gehören auch dazu, für die Vergabestellen machen, die müssen Use Cases aufschreiben können. Und das heißt, die man gerade richtig zählen kann, sind diese 450, und die anderen sind in jedem Referat ist noch ein größerer oder kleinerer Trupp schon. Nee, da hätte ich mich doch vorbereiten müssen. Das weiß ich so auswendig nicht. Also es sind, wenn Sie darauf raus wollen, wie viele Personen weniger durch den Einsatz vom Linux bei der Stadt München in der IT arbeiten, ist das ein grundlegend falscher Ansatz. Denn die Stadt hat sich auf die Fahnen geschrieben, A, sozialer Dienstleister, und B, wird aufgrund von keinen solchen Aktionen irgendjemand wegrationalisiert. Also das war nicht mein Gedanke. Achso, dachte ich, hätte ich jetzt erhoben. Eigentlich gewesen, wie viele Leute mehr haben Sie in der IT, um mehrere Plattformen betreiben zu können? Die Frage kann ich auch nicht beantworten, weil wir ja früher nur ein Kuddelmuddel an Plattformen hatten. Und wenn man das jetzt konsolidiert macht, also ich kann nur sagen, wie der Ist-Zustand ist. Also nicht vergleichen kann ich da leider nicht.
Eine weitere Frage, Sie haben gesagt, Sie haben 350 Fachreferate. Ja, so ungefähr. Fachreferat, ja, Pi mal da. Was mussten Sie machen, damit die Referanten diese Fachanwendung, das sind ja vorwiegende Fachanwendungen, die beschafft wurden und implementiert wurden, damit diese auf die Linux-Plattform Nein, es ist nicht richtig. Es ist ein signifikanter Anteil, den die Stadt München selber gemacht hat an Fachverfahren. Es gab mal so eine Zeit in den 80ern, da war nichts besser als selber machen. Es wurde immer hausintern gemacht. Und wir haben jetzt 2005 angefangen, von den Produzenten, also von den jeweiligen Softwarefirmen zu fordern, dass es eine webbasierte Anwendung ist. Bei manchen hat das geklappt. Es hat weniger geklappt bei Bund-Anwendungen, da haben wir noch am meisten Probleme. Wobei jetzt auch die Bundesdruckerei sich scheint zu bewegen. Ich weiß nicht, wer gerade auch die Erfahrung macht. Also da ist irgendwas im Busch, da tut sich was. Und wir haben natürlich auch hausintern viel missionieren müssen. Und dann haben wir natürlich noch Sachen, wo wir komplett erfolgfrei sind. Das ist bei unserem Dokumentmanagementsystem, welche Anforderungen die Plugins an die Browserversion haben. Das ist ein 2.4er. Das ist natürlich, also mit den meisten Verfahren waren wir glücklich und wir haben das angefangen mit persönlicher penetranter Nachfrage bis jetzt zur Finalisierung der vergaberechtlichen Grundlagen. Das Letzte wäre schön gewesen, wenn wir vorhin schon gehabt hätten, aber das Letzte ist eigentlich das, was es dauerhaft bringt, dass man das in Punkte und in Geld umrechnet. Und es gibt auch Paar, die man nicht bewegen kann, muss man auch ganz klar sagen. Aber das ist dann halt so. Eine Frage zu den Fachanwendungen. Habe ich das richtig aufgeschnappt von Ihnen, dass die Fachanwendungen, so wie sie heute betreiben, mit Turn-based Computing oder webbasierte Lösungen, dass dadurch keine extrem tiefe Office-Integration stattfindet heute bei Ihnen? Weil bei Microsoft ist es so, die Applikationen, die schrauben sich ja sehr extrem in die Office-Umgebung hinein. Und das ist ja dann die große Herausforderung bei Office-Migration bei Microsoft, zumindest bei mir finanziell, schreckt das eben zu Buche, die Tests und so, dass alles noch läuft, diese Integration. Und wenn ich jetzt bei Ihnen ein bisschen zugehört habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass Sie die Fachanwendungen eher isoliert von der Office-Umgebung laufen lassen. Ist das richtig? Oder schrauben Sie die auch rein? Ja, also es hängt natürlich schon ab, welche Systemabhängigkeiten die Fachverfahren auch noch haben. Also SAP hat bei Benutzung von bestimmten Modulen auch solche Abhängigkeiten. Ja. Wir haben in der Regel die Java SAP-Version. Ungefähr können wir 4/5 des Bedarfs mit abdecken, ungefähr. Und der Rest ist dann auf dem Terminal Server und hat dann auch diese Interaktionsmöglichkeiten. Wir haben den einen oder anderen Hersteller dazu gekriegt, auch sozusagen die Interaktion auch mit OpenOffice zu unterstützen. Aber ja, generell ist das ein Punkt und da gucken wir auch rein. Also Sie haben jetzt eigentlich geschaut, dass es OpenOffice relativ schlank bleibt. Ja, wir haben angefangen und zu. Ja, genau, wir haben primär geguckt, welche das OpenOffice als solches anzubieten und dann ein Formularvorlagesystem und die Markus-Pass zu gestalten. Und wir sind von da gekommen. Und wir sehen es halt, wenn verschiedene Fachanwendungen harte Integrationen mit einem Microsoft Office 2010 haben, machen wir so ein Aufwand-Nutzen-Verhältnis und schauen, dass wir. Und wenn wir so ein Fachverfahren haben und wir sehen das in der Vergabe und dann ist das klar, das kann nur auf dem Terminal-Server laufen, das gibt eine gute Bepunktung. Ich hätte auch eine Frage. Wie ist es, wenn jetzt so eine Schweizer Stadt gerne auf Open Source Linux und so migrieren möchte? Was könnte sie jetzt von München einerseits lernen, was gezeigt, aber was könnten wir sozusagen wiederverwenden? Also können wir da eins zu eins die Fachanwendungen verwenden? Oder was ist Open Source und was ist vielleicht eher ins weiterhin proprietär? Ja. Ich versuche deine Frage mal umzumünzen. Was ist der Beitrag vom Linux-Team an die Open-Source-Community? Ja, ist das so gemeint? Was so gemeint? Konkret in der Verwaltung, beispielsweise in anderen Städten, wie die verwendet werden? Ja, also
da gibt es gute und da gibt es schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass unser Linux-Client hart mit unserer Infrastruktur lebt. Also allein die Tatsache, dass wir noch alle konfigurativen Daten im LDAP haben und wir einen eigenen Kernel haben, eigene Schale haben, mit eigenen Agents, die dediziert Anpassungen haben an unsere Infrastruktur, macht es nicht möglich, dass man den Client so eins zu eins irgendwo anders einsetzen kann. Das ist klappt per se schon nicht. Was funktioniert, ist natürlich auf der anderen Extremseite das, was wir Open Source stellen, im Sinne von der Wollmux oder die Arbeiten mit jetzt für OOXML oder solche Sachen, das fließt dann direkt wieder zurück. Ansonsten auch, was wir Phygosa Weiterentwicklung mit finanzieren, das geht dann auch wieder an die Community zurück, kann man sich dann auch wieder ziehen, wenn man sich das Release holt. Es ist eher das und ansonsten auch der Austausch, halt, was hat wo geklappt. Und manchmal ist es auch so, dass wir mit dedizierten Städten halt fragen, was macht denn bei euch die Bundesdruckerei, was bieten die euch denn an? Und das ist schon, also ein paar Mal haben wir das schon gemacht, dass wir uns einfach zusammengeschlossen haben und dann ein paar Städte und bei dem jeweiligen Anbieter dann mehr Nachdruck verliehen haben. Aber war mal vom Erfolg gekrönt, hat auch mal nicht geklappt. Also das sind dann so diese Art von Unterstützung. Und was wir für Stadt Freiburg, also ganz wurscht, was die Stadt Freiburg gerade macht, auch gemacht haben, wir haben bei denen zum Beispiel auch einen Wollmix mit zum Laufen gebracht. Und also da haben wir wirklich auch wirklich Personentage reingesteckt und dann sind wir ein paar Developer rübergefahren und haben in Freiburg dann mit der Hand am Arm geholfen. Das gab es auch. Sehr gut, super. Noch Fragen? Ja. Das ist eine kurze Frage. Sie haben mit diesem Projekt sehr viel aufgeräumt und sehr viel konsolidiert durch diese 10 Jahre. Ist das in diesem Kreis inbegriffen, ja, oder haben Sie das getrennt? Achso, ja und nein. Aus meiner Sicht ja nicht zu einer Migration. Genau. Also es ist teilweise drin und teilweise nicht drin. Also es sind grundlegend keine Infrastrukturkosten drin, in dem Sinne, dass wir ein neues LDAP eingeführt haben oder einen Pfeiler eingeführt haben und so. Also solche Sachen sind jetzt nicht drin. Es sind aber Aufwände für die Weiterentwicklung der Softwareverteilung, die wir benutzen, mit drin. Also so ein bisschen ist da schon drin. Also was wir bei der Phygosa Weiterentwicklung für unsere Softwareverteilung mitgemacht haben. Also es ist streng genommen, es ist ein bisschen mehr drin, als man hätte mit reinnehmen müssen bei den Finanzen, was wir da reingesteckt haben. Aber das haben wir auch auf der Microsoft-Seite mit draufgeschlagen, weil wir ja auch keine Softwareverteilung da gehabt hätten. Hätten wir da ja auch machen müssen. Noch eine Frage, einfach. Berechnen Sie Ihre Kosten im Kunden? Ha, gute Frage. Ja, ein zentraler Dienstleister sollte dieses natürlich tun. Es gibt bislang Pauschalbeträge, die sind witzigerweise für Linux und für Windows gleich groß, wenn man einfach mal gesagt hat, die Werkleitung hat gesagt, so. Ja, das heißt, wir verrechnen dem Kunden das und jetzt sind wir dabei, eitelgetreu unsere Services zu definieren und es wird einen Service geben, der wird heißen Hardware und Software außerhalb der Abrufliste und da werden dann alle Kandidaten draufstehen, die nicht im Linux-Client drin sind und das ist auch was extra Geld kosten wird. Also mit anderen Worten, ein Linux-Client für Arbeitsleistungen ist gleich teuer oder günstiger als ein Windows-Client? Also aktuell wir haben gerade ganz doll wenig Preise. Also wir haben nur Pauschalkosten bislang, weil der Dienstleister ja noch sehr jung ist. Das sind die einzigen beiden Zahlen, die wir haben, also dass wir für den Client, egal welche Plattform, dasselbe nehmen. Alles andere sind bislang nur Pauschbeträge. Es wird aber dahin laufen, dass die Zusatzleistungen, die ich brauche, ich brauche den AD-Zugriff, das AD muss administriert werden. Ich brauche die ITCM-Softwareverteilung, die dahinter steht. Also ich habe mehr Folgekosten und von daher wird so ein Betrieb von so einem Windows-Client automatisch teurer werden im Laufe der Zeit. Davon gehe ich aus, wenn ich so sehe, wie wir die Services entwickeln. Okay, ja, eine Frage, die eigentlich die öffentliche verwaltungsnahen Betriebe angeht, Schulen und so weiter, hat das auch auf die abgefärbt, jetzt das Linux-Projekt oder die Schnittstellen, Verkehrsbetriebe, was ja auch eine nahe Kommunikation oder Schnittstellen an sich nicht benötigen.
Also die Abfärbung resultiert maßgeblich daraus, wie die Stadt organisiert ist. Das heißt, auf je niedriger die Ebene ist, auf der man sich in der Organisation trifft, desto höher die Limux-Einfärbung. Das Referat für Bildung und Sport, was Sie interessiert, hat zwei Teile. Einmal ist es ein Verwaltungsnetz und das gehört mit zur zentralen IT. Und es gibt das pädagogische Netz, also die Berufsschulen, die ganz normalen Schulen, all diese Sachen. Das Verwaltungsnetz ist auf, da gehören auch die Kindergärten zu und all sowas, die sind auf Linux migriert. Das pädagogische Netz, was auch zum Referat, was an der andere wesentlich größere Teil, agiert noch autark. Also es ist weniger eine inhaltlich-fachliche als wirklich eine organisatorische. Wo habe ich den organisatorischen Durchgriff zu? Das wird maßgeblich darüber geregelt. Deswegen ist es auch so wichtig, da oben jemand zu haben, der hilft, sonst habe ich so eine kleine Reichweite. Eine Frage. Haben Sie jetzt glückliche Kunden? Wie ist der Grundtenor, also auf einer Skala von 0 bis 10? Wo sind die so? Ja, also ich habe vorhin gesagt, ich habe noch nie so viele zufriedene Kunden gehabt wie jetzt. Ich habe aber auch nur mit speziellen Kunden zu tun, weil also die Kunden sind einfach standardmäßig dankbarer. Es ist aber so, ich sitze in der zentralen IT und dann kommt das DIKA und dann kommen die Endkunden. Also die Endkunden haben eigentlich nur das Bedürfnis, Hauptsache es läuft. Das ist so die Standard, also die hochqualifizierte Anforderung, die man kriegt, mehr hat man da nicht. Manchmal kann man sie ein bisschen glücklich machen, indem ein neues Goodie kommt, irgendwie diese Notizzettel an. Das macht so, das kann einen Kunden wirklich glücklich machen. Es gibt natürlich auch Dinge, die einen Kunden sehr unglücklich machen, zum Beispiel wenn das zentrale LDAP ausfällt und ich kann mich nicht mehr einloggen. Dann ist es natürlich der Linux-Client. Also es gibt, ich denke mal, wenn man durch die Stadt geht, die meisten werden sagen, ist mir wurscht. Es gibt zum Beispiel, ja, läuft stabil, ist in Ordnung, kann ich gut mitarbeiten. Und es gibt natürlich auch die Ecke, die am liebsten, seitdem das Projekt seine Zahlen hat, am liebsten sagt, gut, der Stadtratsbeschluss ist erreicht und wir machen jetzt was ganz anderes. Also die hat man auch. Also das ist in der Natur des Menschen. Okay, zurück in die Realität. Eine letzte Frage. Sie haben vorhin Freiburg erwähnt als andere Stadt, wo auch Ihre Strategie verfolgt. Gibt es weitere deutsche Städte, wo Sie in den letzten 10 Jahren zu Ihrer Strategie gefördert haben? Das klingt jetzt zu, dass wir jemand überzeugen haben können, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt eine Strategie davon. Ja, einfach, es gibt schon eine ganze Reihe von Organisationen, auch also jetzt nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch also die größten anderen öffentlichen ist die Gendarmerie in Frankreich mit den Zahlen. Es gibt natürlich die kleinen Kandidaten wie die Stadt Schwäbisch Hall oder Treuchtlingen oder Versicherungen zum Beispiel, die LVM, die Landeswirtschaftliche Versicherung Münster, läuft auch komplett auf Ubuntu. Da in den Bereichen ist das auch, also nicht nur Office, sondern auch der Linux-Client dann auch schon verbreitet. Also da gibt es, ich würde sagen, es ist eher eine Community und man kennt sich und man sieht sich maßgeblich auf dem Linux-Tag und dann tauscht man sich wieder aus. Und